Ja, hallo, jetzt wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included. Diesmal sind wir in einem Preview-Video für das Quality of Life Mark II Upgrade. Und ich habe einen alten Spielstand geladen, der ja sehr schlecht lief zum Schluss. Ich zeige euch gleich warum, da kommen wir gleich zu. Das wird auch das erste Highlight dieses Patches sein. Der Patch sieht auf den ersten Blick zugegebenermaßen nicht so vielversprechend aus, hält aber, finde ich zumindest, die ein oder andere Überraschung bereit. The Walk hieß, glaube ich, die. Nee, ich weiß nicht mehr, wie die Kolonie ist. Keine Ahnung, ist auf jeden Fall ein bisschen her. Das war die, wo ich hier mit den Leuchtkäfern, mit den Leuchtnymphen und ich weiß nicht, wie sie alle heißen, ein kleines Experiment gemacht habe, um eben einen möglichst hohen Dekorwert an vielen Stellen zu haben. Und wenn man hier mal guckt, zwar ist das jetzt auf 120 hier gestoppt, aber wir können ja mal testweise einfach jemanden auswählen. Nehmen wir mal den guten Maxi und schicken den hierher. Und dann beobachten wir mal Maxis Dekoration wird. Und dann sehen wir hier, ich pausiere jetzt gleich mal eben, wie das hochgeht. Ja, also aktuelles Umgebungsdekor. Man sieht es unten in dem Fenster, das bei Mouse Over sich öffnet. 1280 ist hier der Dekorwert. Das zählt natürlich für den durchschnittlichen Dekorwert innerhalb des letzten Zyklus. Das nur mal kurz dazu, warum ich das gemacht habe. Aber was ich euch zeigen möchte, das Spiel ist jetzt in der Preview-Version. Das heißt, Clay Entertainment hat alle Debug-Features aktiviert. Also läuft das Spiel eigentlich wie eine Katastrophe. So, ich bin jetzt in einfacher Geschwindigkeit. Ich stelle das jetzt mal auf dreifache Geschwindigkeit. Guckt euch mal an, wie flüssig das Ganze läuft. In der Preview-Version mit einer Kolonie mit was weiß ich wie vielen Tieren und 29 Duplikanten. Das ist für mich unfassbar. Ich lasse es mal langsam jetzt laufen. Hintergrund, warum das Ganze so ist, ist, dass das Pathfinding der Duplikanten und auch allen anderen Tieren und so weiter geändert wurde. Das kann nämlich jetzt unterstützt jetzt auch Multithreading. Das heißt, es ist nicht mehr auf eine CPU beschränkt. Und ja, da sind natürlich alle Multikern- oder Multithread-Prozessoren ganz klar im Vorteil. Und ja, das sieht man jetzt hier. Also ich finde das, ich kann es ja nochmal kurz hochschalten. Unglaublich. Kein Vergleich. Ich werde jetzt auch, nachdem ich das Video gemacht habe, noch mal ein paar andere Spielstände laden. Aber ja, das erstmal vorweg als meiner Meinung nach größtes Feature in diesem Patch. Vorweg, mit diesem neuen Patch werden wir natürlich auch eine neue Kolonie innerhalb der nächsten Woche, sage ich jetzt mal, starten. Und da gilt es noch, Namen zu finden. Ihr dürft also Vorschläge machen. Macht unter dieses Video, macht es unter die aktuelle Let's Play-Reihe. Ich werde eure Kommentare finden und dann machen wir die nächsten Tage eine Abstimmung. Und ja, das dazu nochmal. Gut, kommen wir zu den weiteren Änderungen. Ich habe mir jetzt keine feste Reihenfolge dafür festgelegt, deswegen gehe ich es einfach mal durch, wie ich es mir notiert habe. Eins haben wir hier, die Priorität. Bei der Priorität haben wir hier rechts einen neuen Button. Ist eine neue Prioritätenstufe und wenn wir jetzt beispielsweise, ich sag mal, hier einen Notfall haben und wir wählen diese Stufe aus. So, und graben jetzt, sagen wir mal, die beiden. Ach, jetzt bin ich noch im, toller Vorführeffekt. Ich muss mal eben das deaktivieren und dann machen wir es jetzt nochmal. Könnte ich dann noch einfach, ist auch egal, wir können es auch hier einfach irgendwo machen. Wir graben mal. Hier müssen natürlich wieder diese Priorität auswählen. So, und dann geht das Spiel nämlich automatisch in den Alarmmodus. Das heißt, wir haben einen Notfall und können mit dieser Priorität automatisch den Alarm mit auslösen. Und das Beste daran ist, wenn der Auftrag abgearbeitet ist, geht der Alarmmodus automatisch wieder aus. Das heißt, wir müssen ihn nicht manuell aktivieren und wir müssen ihn vor allen Dingen auch nicht
ausschalten. Ist ja in vielerlei Hinsicht praktisch, weil ja, wenn man den Alarmmodus vergisst auszuschalten, kann das eben schon dazu führen, dass ja, verschiedene Sachen passieren, weil die Duplikanten ihre Bedürfnisse dann völlig ausblenden. Es wird nicht mehr gegessen, Sauerstoff und so weiter ist alles ja vollkommen nebensächlich. Deswegen, ja, wir werden es jetzt hier wieder sehen, geht es wieder aus und schon geht alles auf normal zurück. So, das nächste, die nächste größte Änderung ist hier unser Biodrucker, der Printing Pot. Da sieht es auch erstmal gleich aus, aber wenn wir jetzt hier einen Duplikanten auswählen wollen, sehen wir, dass es eine vierte Option gibt. Das ist jetzt in diesem Fall 4800 Kalorien Schmutzwurzel. Das könnte aber auch irgendwas anderes sein. Von, keine Ahnung, Oxylit kann es sein. Oder 2000 Kilogramm sauberes Wasser und ich weiß nicht, was es noch alles so gibt. Ich habe jetzt noch keine Informationen darüber, ob es immer drei Duplikanten und ein Gegenstand ist oder ja, auch mal nur zwei Duplikanten oder einer oder vielleicht auch gar keiner, das weiß ich nicht. Das müssen wir nochmal abwarten. Okay, das nächste, die Forschung. Wir haben ja hier unsere Forschungsgeräte und aktuell oder jetzt in Zukunft wird es so sein, wenn wir zwei Forscher haben, einen mit einer Fertigkeitsstufe von 3 und einer von 10 und der 3er ist ja am Forschen, weil der 10er zum Beispiel noch Pause hatte oder was auch immer und der dann frei wird und forschen könnte, dann kommt er hierher und ja, verdrängt quasi den langsameren Forscher und sagt, ich bin viel schneller, ich kann das machen und ja, dementsprechend wird die Forschung schneller erledigt. Ich sehe das allerdings auch ein bisschen kritisch, weil natürlich möchte man ja teilweise auch ja nicht nur den sowieso schon schnellsten Forscher ausbilden, sondern möglicherweise auch andere Forscher weiter ausbilden. Also das ist etwas, das man so oder so sehen kann. Man müsste dann wahrscheinlich Umwege machen, wie man das oder wie man das Ganze umgehen kann. Aber naja, gut. So, das nächste, was ich jetzt mal euch zeigen möchte, wir haben hier Kleidung liegen und es war immer ein Problem, dass Duplikanten kommen und diese Sachen anziehen. Deswegen nehmen wir hier jetzt mal AXA, weisen ihm das zu und dann bleiben wir mal hier. So, seht ihr das? AXA kommt, zieht das Ding an, fertig. Das war nämlich vorher intern vom Spiel in der Priorität so niedrig, dass das fast nie gemacht wurde. Und das ist eben jetzt geändert, dass das automatisch passiert. Also, ich kann jetzt auch irgendjemand anderen nehmen. Nehmen wir Kerstin. Auch die müsste jetzt gleich kommen. Ich schalte es mal eben schneller. So, da kommt sie schon. Oder sie wird jetzt den schicken Anzug anziehen. Also, das ist höher gesetzt. Dementsprechend haben wir das Problem auch weniger in der Zukunft. So, wo wir hier jetzt schon bei den Duplikanten sind. Wen nehmen wir denn mal? Da ist... Ja, es ist Burkhardt. Da haben wir hier nämlich jetzt links eine To-Do-Liste. Das heißt, hier sind alle Aufträge, die die Duplikanten ausführen, aufgelistet. Ja, hier zum Beispiel ist das nächste, dass er zu Viehfarm geht. Und ja, was macht er da? Er fliegt wahrscheinlich jemanden und das Gerät hat die Priorität 6. Das sehen wir jetzt hier. Was man jetzt auch sehen kann, wenn man nämlich jetzt hier auf die... Also das ist die eine Seite der To-Do-Liste. Ich glaube, man kann das nicht verschieben. Ist halt nur eine Übersicht, dass man sehen kann, was machen die Duplikanten. Der Gegenpart dazu ist bei den Stationen selber. Das gilt für die meisten. Gibt es jetzt hier ein neues Feld. Und da kann man eben sehen, welche Aufgaben hier sind und wer dafür vorgesehen ist. Das ist jetzt hier bei diesem Gerät ziemlich langweilig. Aber wenn wir jetzt hier zum Beispiel mal hingehen und ein paar Aufträge verteilen, da sieht das Ganze gleich schon ein bisschen spannender aus. Da haben wir nämlich jetzt verschiedene Aufträge und hier auch können wir dann sehen, wer diese Sachen ausführt. Hier zum Beispiel ist Roman, Luigi oder Masakiri ist es der sein 10. Task, also seine 10. Aufgabe, die bei ihm an 10. Stelle steht. Ich kann ja mal kurz pausieren. Und dann schnappen wir uns, also hier, wie gesagt, das hat man für jede einzelne Aufgabe so eine Übersicht. Dann suchen wir uns hier oben Masakiri raus. Da ist er schon. So, und wenn wir uns hier jetzt seine To-Do-Liste angucken, dann müssten wir irgendwo hier finden, genau, Kitchen Supply. Ne?
Ist also hiermit aufgelistet. Er hat eine ganze Menge Aufgaben, die er zu erledigen hat. So ist das Ganze zu nutzen. Ob das so in der finalen Version auch bleibt, weiß ich nicht. Ich finde es aber sehr praktisch, wenn man sich fragt, warum welche Sachen nicht erledigt werden oder wie auch immer, weil man kann das Gerät nehmen, wo man wartet, wieso passiert hier nichts, und ja, kann dann sehen, eben die einzelnen Leute, an welcher Position das ist, was die vorher für Aufgaben haben, macht das Sinn, muss ich da vielleicht was ändern oder wie auch immer. Jetzt würde ich gerne selber mal ausprobieren, ob ich, ne, für den Grabeauftrag gibt es das nicht. Schade, dass man da auch sehen kann, wer für diese Aufgabe zuständig ist. Okay, kommt vielleicht noch. Ja, jetzt muss ich mal eben schauen. Achso, in unseren Berichten, wo haben wir denn die Berichte da oben? Gibt es jetzt hier eine neue Übersicht, was wir für Aufträge ja, in diesem aktuellen Zyklus verteilt haben. Also 31 mal ernten, 24 mal zerlegen, graben und reparieren. Und rechts daneben können wir sehen, wie viele von diesen wir abgearbeitet haben. Entschuldigung, musste mal eben, man hat es wahrscheinlich gehört, husten. Ja, also das kann man natürlich auch für vergangene Zyklen sehen, wobei ich nicht weiß, ob das mit aufgezeichnet wurde. Ja, in diesem Spielstand, der ja eigentlich seit gerade erst wieder läuft. Gut, dann gibt es jetzt neu Artefakte. Ich mache mal eben auch hier unseren Schnellbaumodus wieder an, dass alles instant gebaut wird. Artefakte können wir von Weltraummissionen mit zurückbringen. Und diese kann man dann nämlich auf diesen Podesten, nenne ich es einfach mal, platzieren. Wo, hier stellen wir mal eben einen hin. So, das heißt, hier könnte man auswählen, dass man da die Sachen draufstellt. Jetzt haben wir da gerade nichts Passendes, glaube ich, da. Ich wollte euch aber was anderes zeigen. Man kann nämlich hier jetzt auch Eier drauf ausstellen. Das war vorher nicht so. Schauen wir mal gerade, ob wir irgendwo was haben. Ja, hier zum Beispiel. Man könnte hier also, nehmen wir mal ein Königsnymphenei. Wählen wir aus, stellen die Priorität hoch und dann sollte das hier gleich ausgestellt werden. Das ist eine der Neuerungen und eben die Artefakte, die man von Space Missionen kommen. Genauso. Ja, das hatten wir. Etwas anderes jetzt, da bin ich mir... Ah, jetzt sieht man das ja auch mit dem Ei schon. Okay, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass bei dem Kopieren-Modus die Priorität... Oder doch? Nee, das weiß ich nicht, da will ich lieber nichts sagen. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich glaube aber, dass man beim Kopieren... Doch, klar konnte man das auswählen. Oder konnte man nur das Material auswählen? Ich weiß es nicht. Bin mir nicht sicher. Will da nichts Falsches sagen. Dann noch eine andere interessante Änderung. Wir haben jetzt in diesem Spielstand keine Jetsuits. Aber die Jetsuits werden jetzt anders genutzt. Nämlich so, dass wann immer ein Duplikant in der Jetsuit auch zu Fuß laufen kann und nicht fliegen muss, macht er das auch, einfach um Treibstoff zu sparen. Erzeugt natürlich dann auch weniger Hitze. Also auch noch eine kleine Verbesserung. Ja, eine andere Änderung. Vielleicht können wir das hier sogar gerade vorführen. Ich hoffe, das funktioniert auch. Wir haben hier unseren Liquid Fuel Tank. Da war es so, wenn man hier die Menge runtersetzt, dass dann der Inhalt komplett verschwunden ist. Das ist jetzt nicht mehr so. Das heißt, das Ganze funktioniert jetzt. Und wenn man hier eben hingegangen ist und hat das runtergesetzt, dann ist der ganze Inhalt verschwunden. Das klappt jetzt auch. Außerdem an den Metallraffinerien, ich weiß jetzt gerade nicht, wo wir eine haben. Vermutlich hier unten eher irgendwo. Hier genau, hier stehen Metallraffinerien. War immer das Problem mit der Kühlflüssigkeit, dass die Menge nicht hingehauen hat und dass die falsch angezeigt wurde. Das alles ist jetzt gefixt, das sollte funktionieren. Genauso wie es auch vorher so war, wenn verschmutztes Wasser, das keimverseucht war, hier genutzt wurde, dann sind der verschmutzte Sauerstoff daraus trotzdem ausgegast und hat eben dann auch Keime in diesem verschmutzten Sauerstoff erzeugt. Das ist komplett rausgenommen jetzt mit dem Ausgasen aus der Flüssigkeit. Das heißt, das kann auch nicht mehr passieren.
Ja, dann sind wir auch eigentlich so weit durch mit den Sachen, die ich euch erzählen wollte. Eine wichtige Geschichte dazu vielleicht noch ganz kurz. Es gibt jetzt, oder es gibt außerdem ganz viele Bugfixes. Da bin ich jetzt nicht drauf eingegangen, nur auf vereinzelte Sachen, die mir wichtig erschienen. Also da ist scheinbar auch ganz, ganz viel behoben worden. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, wenn ihr auch Lust habt, diese Vorab-Version zu spielen, müsst ihr das in Steam mit einem Rechtsklick auf Oxygen Not Included machen. Und da könnt ihr unter Eigenschaften, glaube ich, im Reiter Betas Beta auswählen, dass ihr die QOL2, also Quality of Life 2 Testversion spielen wollt, und dann könnt ihr das auch. Seid allerdings vorsichtig mit euren Spielständen. Wenn ihr einmal einen Spielstand geladen habt, könnt ihr den höchstwahrscheinlich nicht mehr in der Nicht-Beta-Version nochmal laden. Also Vorsicht geboten. Gut, dann sind wir soweit durch. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an dem Video, konntet ein bisschen was lernen oder Informationen aufsaugen. Dann sage ich erstmal Danke. Noch der kleine Hinweis, dass an diesem Wochenende die Anno 1800 Closed Beta läuft. Ich habe einen Zugang, aber den haben, glaube ich, viele. Und ich werde versuchen, so ein paar Videos aufzunehmen. Also wenn ihr da Lust drauf habt, schaut mal rein. Und ich sage bis bald, danke und bye bye.